welcome you to the 7th Euroskills Competition, Euroskills Graz 2021. Für die nächsten 3 Tage brauchen Sie einen langen Atem, Mut, Können, Leidenschaft. Ich bin mir sicher, all das haben Sie mitgebracht. Wir schauen uns heute mal um für euch und ja, es geht schon richtig ab und könnt euch auf was freuen. Bei mir steht da gerade der Martin, der ist Workshop-Manager von den Friseuren. Worauf kommt es wirklich drauf an? Eigentlich nicht nur für die Schönheit der Frisuren, sondern wie ist die technische Umsetzung, Sauberkeit ist eine wesentliche Rolle. Also alles, was euch im Salon eine Rolle spielt, spielt sie da bei den Skills genauso. Ja, ganz wichtig ist, dass die Floristen draufschauen auf die Farbe, die Farbkomposition, die Gestaltung, also den Farbverlauf. Wir sind da jetzt bei der großen Eröffnungspressekonferenz, wo sich alles, was Rang und Namen hat, trifft. Angeblich kommt sogar der Andreas Cavalier. Ganz, ganz viele strahlende junge Gesichter, die wirklich motiviert auf der Suche nach ihrem weiteren Lebensweg sind. Man kann eine Ausbildung nur dann erfolgreich abschließen, wenn man für etwas brennt. Gar keine Frage. Ja, hallo, grüß euch, ich bin der Manfred Zink und wir schauen uns heute noch die Try-Your-Skills-Stationen an, wo man selber was probieren kann. Die Tischler haben heuer auch einen Try-Your-Skills-Stand. Heuer haben wir endlich einmal eine ganz neue Technologie. Wir machen da einen kleinen Handyständer. Der Experte im Hintergrund fräst die Teile und der Interessierte kann das dann drüben an der Schleifmaschine fertig machen und als Präsent mitnehmen. Also bei unserem Stand kann man einfach Zöller montieren, am Baustromkosten ausschauen, was ist da. Man sieht, die Leute haben Freude dabei und sie können einfach ein bisschen was aus unserem Beruf sehen. Ich stehe da unten am Schwarzelsee am Freizeitgelände und wenn man sich so umschaut, glaubt man, es ist überhaupt nichts los. Aber es ist ein riesengroßer Irrtum. Ganz große Begeisterung. Ich kann nur sagen, Hochachtung und Respekt. Und wir alle hoffen natürlich, dass sich im Lehrberuf da einiges tun wird. Ja, ohne Sponsoren könnten wir die Veranstaltung nicht durchführen und natürlich ein ganz ein großes Danke an alle Sponsoren, die uns hier sehr intensiv unterstützen. Während hinter mir die Sponsoren noch beim Mittagessen sind, schauen wir zu denen, die keine Pause machen. Wir sind jetzt da bei den Grafikdesignern. Martin, was sind jetzt die aktuellen Aufgaben? Also heute haben wir das Thema Frauen im Sport und müssen eine Broschüre dazu gestalten mit insgesamt dann 12 Seiten. Nicht nur für die Teilnehmer gibt es viel zu tun, sondern im Hintergrund die Organisation ist gefordert. Da im Speziellen die Volunteers, die im ganzen Gelände unterwegs sind. Wir haben über 500 Volunteers, die kommen aus ganz Europa und wir haben ganz verschiedene Bereiche, angefangen von der Skillsversorgung mit kleinen Snacks und Getränken. Dann haben wir auch freiwillige Models, die zum Beispiel in der Schönheitspflege sich behandeln lassen. Dann haben wir auch noch den großen Bereich Akkreditierung. Ja, kurz gesagt, ohne die Volunteers ist unsere Veranstaltung nicht möglich. Heute ist der Tag der Tage, das große Finale. Viele Fans hier mit Fahnen unterwegs. In den Hallen brennt die Luft. Wir sind jetzt bei den Betonbauer 4 Minuten auf. Die Burschen haben dann 16 Stunden intensiv gearbeitet, verschwitzten T-Shirts, sehr emotional war alles. Der erste Tag ist super gegangen, der zweite auch. Heute ist um ein bisschen zittert, ist eng geworden. Nach
zwei Jahren oder drei Jahren Training. Dieser Moment. Die Teilnehmer hinter und vor mir sind am Fertigwerden. Es ist die Spannung kaum noch auszuhalten. Wenn man da hier hereinkommt, merkt man ja gleich, die Stimmung ist großartig. Und das ist ja die wichtigste Botschaft. Handwerk hat goldenen Boden. Ich freue mich sehr, dass viele Familien auch da sind, wo auch die Eltern mitbekommen, welche große Zukunft das hat und welche Möglichkeiten bestehen für Lehrlinge, für Menschen, die sich für eine Fachausbildung entscheiden. Was ist das, was du jetzt am meisten drauf gefreust? Boah, dass sie uns einmal ein wenig Ruhe eingehört. Die Stimmung war zum Schluss wirklich daheim. Hast du es mitgekriegt oder warst du momentan voll konzentriert zum Schluss? Nein, zum Schluss, so wie kriegt man schon mit, das ist einfach ein Traum. Ja. Überhaupt da in der Steiermark im eigenen Land, das ist einfach geil. Ich bin so froh, dass jetzt das letzte Werkstück fertig ist und bin so erleichtert und bin so gespannt, was die anderen alles gemacht haben. Good evening Europe, good evening Austria and welcome everybody to Graz. Das hat keinen kalt gelassen, keine kalt gelassen. Jetzt drücken wir euch die Daumen für die Award Ceremony auf, dass auch wirklich viele Medaillen nach Hause geholt werden. Wir haben uns von unserer schönsten Seite gezeigt. Also ich hoffe, dass hier viele als Botschafterinnen und Botschafter wieder in ihre Heimatländer gehen und als Urlauber wieder einmal zurückkommen werden. And Austria can be proud tonight. Ich bin einfach sprachlos, ich kann gar nichts sagen zur Zeit. Es war einfach, hätte ich mir nie gedacht, dass er wirklich die Goldene wird. Komplett unerwartet, also dass wir gewinnen, war ja, für uns beide gerade nur ein Schock. Positiv halt. Es ist einfach nur schön. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Oh, so many emotions. It was the most important thing in my life. Wow. Nein, ist unbeschreiblich. Ich kann nur rehren, ich kann die ganze Zeit rehren. I want to tell you that I'm highly impressed. You can create the future. And you can solve the big problems of this world. And therefore, you are so important, not only for Austria, but you are important for Europe. The last days felt like a dream. Thank you to each one of you who made this event possible and has worked so hard to make our dream come true. Wir sind echt so richtig, richtig happy. Jetzt wissen ganz viele Menschen, was Euroskills wirklich ist. Ich kann nur eines sagen, Hashtag We Are Skills. Thank you so much and see you in St. Petersburg.